Leerstand. Das ist eine Problematik, die Stadtverwaltung und Kommunalverwaltung schon länger verfolgt. Gewerbeimmobilien, Privatimmobilien, die lange Zeit leer stehen, nicht mehr vermietet werden können, nicht mehr genutzt werden kann. Man sagt, ein Haus, das leer steht, fängt an mit der Zeit zu sterben. Nun gibt es verschiedene Initiativen, die sich dazu schon in den letzten Jahren gebildet haben. Hier in der Region Mittelhessen gibt es in der Stadt Gießen die Kümmerei, die sich darum kümmert. Nun beginnt sich hier in Wetzlar ebenfalls etwas herauszubilden. Diese Initiative heißt TAG, temporäre Autorengalerie. Einer der Initiatoren ist der Grafiker und Designer Andreas Held. Er wird uns erzählen, was es damit Näheres auf sich hat. Ja, vor einigen Monaten im Frühjahr fing es an bei diesen samstäglichen Künstlertreffs hier in Wetzlar, dass sich unter den Künstlern, die aus den unterschiedlichsten Disziplinen kommen, Bildhauerei, Malerei, Grafik oder auch Schriftsteller, die Idee, die Leerstände, die ja drastisch zugenommen haben, in der Wetzlarer Altstadt mit Leben zu füllen, sprich mit Ausstellungen aus den hier in der Heimat angesiedelten Künstlern und deren Kunstwerke. Das fand erstmal als Idee und Konzept in Gesprächen statt und daraus entwickelte sich eben diese temporäre Autorengalerie als Gruppe, die offen ist und sich weiter vergrößert. Als erste zwei Ausstellungsräumlichkeiten haben wir die ehemalige Buchhandlung Kunkel am Domplatz oben, Entengasse 2, bezogen. Die Eröffnung ist am Samstag, den 6. Dezember. Zeitgleich wird auch die Ausstellung am Eisenmarkt in dem ehemaligen Feinkostgeschäft Estragon eröffnet von der Anne Held, dem Jörg Großhaus, dem Bildhauer und mir. Dort werden dann Malerei und Zeichnungen ausgestellt. Die Idee ist, nach und nach die Leerstände, soweit die Vermieter dafür offen sind, eben mit temporären Ausstellungen zu befüllen, bis ein echter Mieter gefunden wird. Wir hoffen dann irgendwann auf Unterstützung durch die Stadt, die Region oder Fördermittel, weil da steht auch ein gewisser Aufwand dahinter. Da geht es um Lampen, Leisten, Farben, das Ganze auch immer wieder in Schuss zu bringen. Also gerade hier, insbesondere in den Räumlichkeiten, wird es offensichtlich, je nachdem, was man vorfindet, hängt da ein Teil an Arbeit dran, um überhaupt ausstellen zu können. Ist denn geplant, das Ganze dann noch auszuweiten? Wie sieht es denn aus mit Kontakten zu anderen Städten? In Gießen zum Beispiel gibt es die Kümmerei, die sich im Auftrag der Stadt um eben genau so etwas kümmert. Wie sieht es da aus? Ja, wir haben auf jeden Fall vor, da Kontakte aufzunehmen, in Gespräche zu treten, sich zu vernetzen mit der Kümmerei oder Gruppen in anderen Städten, in Dietz, Kassel, sonst wo, findet sowas ja parallel auch schon seit vielen Jahren statt. Das ist ja keine ganz neu entstandene Idee. Und wenn das denn als Konzept jetzt auch mal ausformuliert ist, werde ich es einreichen an einer bestimmten Stelle und wenn es dann da auch den Zuschlag bekommt, um hier den kulturellen Raum zu unterstützen und es förderungswürdig erachtet wird, dann kann man da dann auch drüber nachdenken, ob das für andere Kommunen als Franchise-System weitergereicht wird oder einfach nur als Netzwerk mit anderen wie der Kümmerei Hand in Hand geschieht. Die Stadt Frankfurt ist ja nun schon vor ein paar Jahren oder zumindest mal schon vor anderthalb Jahren da vorangegangen und unterstützt die dortigen Kreativen und Künstler mit Zuschüssen, um gerade eben dort auch Immobilien, leerstehende Immobilien vor dem Verfall zu retten. Wie sieht es denn hier aus? Gibt es da Unterstützung? Ist man auf die Stadt zugegangen, hat gefragt, wie ist da der Stand der Dinge? Ja, also es gab meinerseits Gespräche mit dem Stadtmarketing, die haben das selbstverständlich begrüßt.
Sicher hat die Stadt prinzipiell Interesse, dass die Leerstände, die ja nicht schön aussehen, in der Art dann genutzt werden, um halt fürs Image fördernd nach außen zu kommunizieren. Die Stadt ist eine kulturell tätige, hier gibt es Künstler, hier gibt es was zu sehen. Wir haben ja auch, Gott sei Dank, einen zunehmenden Touristenstrom und der sollte genau in der Form begrüßt und empfangen werden. Es steht noch ein Gesprächstermin mit dem Oberbürgermeister Dette aus. Da hatte ich schon ein Gespräch mit seiner Sekretärin. Das wird sich weisen, ob da außer jetzt freundlichen Worten und Begrüßungen auch tatsächlich uns unter die Arme gegriffen wird und da eine Förderung anheimgestellt wird. Das wäre natürlich sehr schön, könnten wir gut gebrauchen.